Willkommen zu meinem Let's Play Resident Evil Director's Cut. Ich habe jetzt beschlossen, eine neue Serie anzufangen, und zwar Resident Evil. Und dann fange ich doch einfach mal von ganz vorne an, von Resident Evil noch für die PlayStation 1. Ja, das war noch ein der besten Titel, wie ihr seht, noch 1996, 97 hier. Das einfach der Burner. Ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen und muss euch sagen, ja, das war eins meiner Lieblingsspiele. Mal jetzt hier. Ah, hier. Ich dachte, das ist hängen geblieben schon. So, ich würde sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Und ja, okay. Ich will es mir natürlich auch ein bisschen einfacher machen. Für alle, die es nicht wissen, hier, ja, boot mich aus, ein kleiner Cheat. Ja, wenn man lang genug auf den rechten Pfeiltaste drückt, dann wird das fortgeschrittene Zeichen grün. Dann spielt man das Spiel zwar auch schwer durch, aber alles, was man aufsammelt, wird doppelt an Munition. Das heißt, von 15, statt 15 Schuss hat man 30 Schuss und alles und so weiter und so weiter und so fort. So. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mit Jill an. Ladies first. Ja, durch das, einfach aus dem Grund, das Spiel ist einfacher mit Jill. Und ja, es macht einfach mal Spaß. Erstmal mit Jill so. Und eigentlich macht es mir mit Chris mehr Spaß. Aber gut. Ich würde einfach nur sagen, Ladies first. Und genießt erst doch mal das super Video. Also ich feiere dieses Video. Das ist eins der geilsten Videos überhaupt. Also viel Spaß damit. Juli 1998, Raccoon Forest. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Chris Redfield. Jill Valentine.
Resident Evil. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen, wo sie sich sicher glaubten. Doch, Punkt, 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 Punkt. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Dining room. So, endlich können wir uns endlich mal bewegen. Ja, okay, schauen wir uns erstmal im Menü rum. Okay, hier mit meiner Beretta. Das finde ich noch geil. Hier sind noch die Waffen noch mit Originalnamen. Also nicht einfach nur Handfeuerwaffe, sondern Beretta. Das Ding genannt, richtig geil. Finde ich erstmal klasse, dass wir uns erstmal bewegen können nach diesem, ja, schlechten Porno. Das sah aus wie so ein schlechter Porno, die Filmqualität. Kennt ihr noch so die Pornos aus den 90er Jahren? Genauso das glitzergleiche. Die glitzergleiche Qualität hat auch dieses Video gehabt. Und ja, und aber jetzt endlich mal zum Main Game. What? What is this? What is it? What? Boah, das waren noch Zeiten. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Also diese Szene, die habe ich schon bestimmt 10.000 Mal gesehen. Also die kenne ich in- und auswendig. Ja, das war einfach eins der geilsten Spiele damals auf der PlayStation 1. Also es, ich glaube, mit diesen Spielen ist, glaube ich, PlayStation groß geworden. Also generell ganz groß rausgekommen. Oh, schon weg von hier. Das ist auch eine ganz berühmte Szene jetzt wieder. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of it. It. Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Ja, das lobe ich mir, wenn es noch richtige Zombies sind. So, das war damals. Man hatte immer dieses Nervenkitzel, immer nach dieser Tür zum Beispiel. So, was passiert? Was kommt jetzt nach dieser Tür? Man weiß nicht, was kommt. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Hier gibt's auch hier so ganz einfach. Früher ist man einfach mal die Treppe hoch und Treppe runter, aber hier geht es auch, wenn man einfach mal hinter der Treppe entlang läuft. Alles ohne Probleme. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it. Scheint so, als ob die Untertitel ein bisschen schneller wären. Thanks. Maybe I'll need it. Ja gut.
Ist auch ein altes Spiel, also bitte. Erwartet jetzt nicht so. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Erwartet jetzt nicht das Gelbe vom Ei hier, also. This time I'll be there. Auch wenn die Grafik hier natürlich etwas zum Wünschen übrig lässt, aber das war damals, war das die geilste Grafik. Also Resident Evil war schon immer, was der Grafik angeht, immer auf dem neuesten Stand, schon damals. Auch wenn es für uns jetzt eigentlich einfach nur aussieht wie für Augenkrebs, laufende Pixel. Hier, wir setzen uns erstmal, was der Barry gesagt hat hier, scheiß auf der, was er labert, der Barry, eh kein Plan. Und gehen erstmal hier hin. Aber einfach nur aus einem Grund, und zwar... Genau. Für die Munition. Munition ist nämlich sehr wichtig hier. Also noch die Anfänge von Resident Evil. Das ist also nicht so wie jetzt das Remake oder so, dass man einfach, ja, wenn man es auf schwer spielt, also quasi auf Fortgeschrittenen, dass man da bis zu 18 Schuss mal für einen Zombie braucht. Nee, hier manchmal, wenn man Glück hat, ist man bei 3 Schuss ist er platt. Manchmal. Manchmal auch nicht. Wie gesagt, ich lasse mir natürlich erstmal ein bisschen Zeit hier beim Spielen. Also sonst wäre das Spiel innerhalb von 1,5 Stunden durch oder so. Wenn ich jetzt einfach nur schnurstracks darauf losgehen würde, auf die Ziele und alles. Okay, 1,5 Stunden wäre vielleicht ein bisschen krass, aber ja, so ungefähr. Also holen wir auch Sachen, die wir sonst auch nie holen. Und zwar erstmal hier gibt es eine Karte. Ja, die möchte ich mitnehmen, die Karte. So, ich besitze jetzt die Karte der ersten Etage. Okay. Oh, das war jetzt eins zu viel. Gut, dass ich an den da vorbeikomme, auch ohne, dass ich platt schießen muss. Ja, die Farbbänder nehmen wir mit. Ja, seht ihr, die Farbbänder werden natürlich auch doppelt mitgenommen. Das ist sehr gut. Oh, jetzt habe ich... Wie heißt das Ding? Dumm-Dumm-Geschoss? Ist das wirklich Dumm-Dumm-Geschoss? Ich habe keine Ahnung. Muss ich nachher mal schauen, was passiert, was da draufsteht, wenn man eine Tür öffnet mit dem Dietrich. Oh, die Hunde. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Musik ein bisschen schneller läuft. Liegt vielleicht an meiner PS3. Ja, ich spiele das auf der PS3. Ich besitze leider keine PS1 mehr. Und da meine PS1 ja ein bisschen Schwierigkeiten hat, meine PS2 ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Lesen von CDs, das dauert immer so ein paar Minuten, die muss sich erstmal sowieso warm laufen, bis sie erstmal überhaupt eine CD erkennt. Habe ich gesagt, okay, spielen wir das auf der 3. Und vielleicht liegt das daran irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gut, aber ich denke mal, damit können wir leben. Ich finde das generell, das ganze Spiel läuft ein bisschen flüssiger, ein bisschen schneller. Ist auch immer ein Vorteil, oder? Es muss ja nicht gleich irgendwie ein Nachteil sein. Ja, super Steuerung. Also ich finde diese Steuerung immer noch am besten, besser wie die aktuelle, diese neue Steuerung, was man da hat. Wo man sich da frei rumbewegen kann. So die Devil May Cry Steuerung, sage ich mal. Und der ist platt, oder? Ja, der ist platt. So, hier geht es eigentlich quasi nur um die Munition. Hätten wir jetzt die Munition schon davor aufgesammelt? Ich weiß noch. Ja, das hat sich so richtig in mein Hirn reingebrannt. Hier bin ich mal verreckt. Das war das erste Mal, wo ich hier fortgeschritten gespielt habe. Aber ich habe gesagt, okay, ich will es mal auch fortgeschritten versuchen. Das ist bestimmt schon, ja, 15 Jahre her oder so, keine Ahnung. Aber ich sage, ich will es mal fortgeschritten versuchen. Komm hier rein. Ich denke, oh geil, da blinkt doch was. Nehme ich das mit. Und auf einmal hinter mir ein Zombie. Bam. Bis tot. Und sage, okay, seitdem sage ich, okay, Vorsicht, wenn ich da reinlaufe. Ich bin mir sicher, da ist ein Zombie.
Jawohl. Der war wichtig, der war noch wichtiger. Ich liebe es, das Geräusch, wenn ein Schädel zerplatzt bei diesem Spiel. Einfach nur geil, oder? Möchten Sie dies nehmen? Schrotflinte. Schrotflinte ist die einzige Waffe, wo kein speziellen Namen hat. Er ist einfach nur Schrotflinte. Also, ich denke halt, die Musik ist halt wirklich nur schneller. Denn die sprechen ja auch nicht schneller oder so. Sie hören sich jetzt nicht an wie Chipmunks oder sonstiges. Aber. Ja. Okay, stimmt, tut mich das nicht. Muss ich echt sagen. Oh ja, Blitzmerker. Too close. You were almost a Jill sandwich. Ja, das berühmte Jill sandwich. Barry, thanks for saving my But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris. Thank you, Barry. Yeah, yeah. Ja, und schon hat man eine Waffe mehr. Mit der Jill. Das geht eigentlich ruckzuck mit der Jill, muss ich sagen. Neue Waffe. Jawohl. Gut, er ist platt. Vorsicht, ja. Boah, ja, geil. Ich liebe es. Ich liebe echt. Ich kann es euch gar nicht oft genug sagen, wie ich das liebe, wenn es hier so ein, richtig so ein Schädel so zerplatzt. Wie so dieses Geräusch schon. Ah, das gibt mir dieses Gefühl, okay, der ist platt. Da, fertig. Kannst du nachladen kurz? Ja, so. Jawohl. Vorsicht, hier ist nämlich nochmal einer. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Er ist platt. So. Ah, die grünen Kräuter. Die sehen noch in allen drei Teilen alle gleich aus. Von 1 bis 3 sehen die alle gleich aus. Wir haben das gleiche Bild genommen. Möchten Sie diese Kräuter mischen? Jawohl, ich möchte diese Kräuter mischen. So. So, das erste, den ersten Safe-Raum, sage ich mal so. Und da wir von der Zeit eigentlich schon richtig gut dabei sind, könnte ich sagen, würde ich vielleicht sogar sagen, komm, wir speichern mal ab. Warum nicht? Lassen wir das auch mal hier? Ja, ich weiß nicht, sollen wir das mitnehmen? Das lassen wir auf jeden Fall mal hier. Guck mal, kurz kombinieren. 146 Schuss ist okay, oder? So, ganz kurz abspeichern. Und ich würde sagen, das war's erstmal mit Part 1. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part, okay? Also haut rein, bis zum nächsten Mal.